Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks. Ja, wir haben heute drei Runden vom Cappuccino Kit. Dreimal französischer Panzer. Der Anfang macht die Batch at 12 Tonnen auf Fisherman's Bay. Was heißt das? Fischerbucht. Wir haben hier ein reines Achtergefecht. Eine Arti. Genau. Eine Art, die ansonsten im Gegnerteam Cannavaro ein bisschen ekelhaft. AMX-M4 mag ich inzwischen auch nicht. Ist so ein kleiner Hassfeind geworden. IS-3 immer ein bisschen schwierig. Es sei denn, der Spieler kann mit dem Panzer nicht umgehen, dann ist er. Geht's eigentlich. Ja, und KV-4 war früher mal ein brauchbarer Panzer. Jetzt inzwischen. Es geht eigentlich. Wow. Damit fängt jetzt gerade drei Schuss auf den Gegnerpanzer. Zwei ab, hier prallt gerade mal einer durch. Und der Progetto, der hatte wahrscheinlich Durchfall. Deswegen hat er jetzt den Panzer so unelegant weggeschmissen. Genauso wie der Kollege. Klar, da oben die Anfahrt auf die die Anfahrt auf dem Vorort ist aber ein bisschen schwierig, wenn man nicht aufpasst. Aber so beide Moves von dem Progetto und dem Pantera kann ich da nicht wirklich nachvollziehen. Aber die Karte noch ein bisschen größer. Ja, irgendwo steht da ein Pantera, genau. Ansonsten, was haben wir da unten in der Stadt? Da haben wir einen KV-4, den AMX und den TNH. Ich stehe eigentlich hier oben immer relativ ungern, weil man so schlechte Gegner einsehen kann. Vorteil ist, wenn man hier oben steht, natürlich, man kann die in der Querfahrt hier beschießen. Man kann sie nachher auch da unten genau da den Cannavaro, der stand da richtig günstig gerade eben. Man kann eigentlich von hier oben relativ gut reinschießen. Problem ist, wenn man offen ist, ist man in der Regel schnell tot. Hat's gezeigt. Muss man mein Mikro ein bisschen verschieben. Und da unten wird's rot. Ja, genau das Drama kenne ich auch mit den AMX M4. Warum kriegt unser Kollege jetzt kriegt er die Punkte? Wollte gerade schwer losbecken, warum kriegt der Kollege nicht die Scout-Punkte? Warum? Warum, Progetto, musste man das jetzt unbedingt machen? Ich meine, da ist noch GISO war noch nicht offen, eine ISO war noch nicht offen, eine SU war noch nicht offen. Warum musste man jetzt unbedingt da vorfahren und den Kollegen da rausnehmen? Na, komm nach vorne. Das ist ein kleines hässliches Ding, das Ding hier. Na, wir haben gesehen, wo die Arti ist. Na, jetzt schmeißt nicht den Panzer um.
jetzt nichts Dummes. Ich vermute mal auch, dass zumindest noch zwei TDs hier in dem Bereich stehen. Da, wo sie eigentlich immer stehen. Da haben wir den G-Sauer jetzt. Ah, die müsste links stehen. Gut, aber die fetten TD, und da ist der Arti. Ach, komm, mal ruhig. Warum hast du jetzt nicht geschossen? Ich jetzt aber auch nicht. Da war doch noch ein Clip, oh, eine Kugel war doch noch drin im Clip. Vielleicht doch mal nach links einlenken, das wäre jetzt so, denke ich mal, so ein bisschen hilfreich, um da hinten ISO und auch die G-Sauer offen zu halten. Und warum jetzt hier unten auch die Heavys in der Stadt so schnell weggestorben sind, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Gerade mit der Kameraführung nicht ganz klar. Das ist rein, raus. Verwirrt mich ein wenig. So, da haben wir eine ISO. Jetzt nochmal ein Stück ran, um auch den G-Sauer aufzumachen. Wird er vielleicht nicht allzu großen Bogen fahren. Klar, Reload ist jetzt gerade, wurde gerade eingeleitet. Ach, da hinten ist der G-Sauer. Trotzdem wäre ich ein bisschen weiter rangefahren. Komm, trau dich, ran da! Mach einen Uf. So, was lebt jetzt noch? Kanavara und IS-3, der TNH. Sind da auch nicht rausgekommen aus der Stadt, die Kollegen. Schade. So, jetzt fahr ran an den IS-3. Ich wollte jetzt auch nicht mehr nachladen. Die zwei Schuss da ausnutzen. Ran an den IS-3. Vielleicht nochmal aufmachen.
klar. So, wo sind wir denn? Mein Kill, 2-1 Schaden, 3-1 unterstützt, war stellenweise ein bisschen chaotisch. Gerade mit der Arti konnte ich nicht verstehen, warum die Arti da nicht rausgenommen hast. Ansonsten im Großen und Ganzen eigentlich das gemacht, was er machen sollte. Wie gesagt, war ein bisschen chaotisch. Wir gucken uns mal die anderen beiden Runden an. Runde 2, Karte Küste, und die Kamera geht schon wieder rein und raus. Wir haben hier ein 7-8er Gefecht. Zwei Artis. Ach, IS-6B. Ich hab das Ding ja auch bekommen. War ja voll toll. Ansonsten Objekt 703 noch mit dabei. Der Rest geht eigentlich. Die Kamera geht schon wieder rein und raus. Warum auch immer. Geh halt mal in den freien Modus. Ich habe da auch keine Kopfschmerzen. Kommen die anderen beiden auch noch hinterher. Dann ist er weg. Kommen die anderen beiden auch hinterher. Nicht nachladen. Schick. Das sind schon mal 702 Punkte. Auf den armen EBR. Ach, wie kann man bloß sowas machen mit dem EBR? Oh, noch angezündet. Hast du jetzt zwei Mann gezündet? Alter, schäm dich. Ach, er hat schon aufgegeben. Der fährt schon gar nicht mehr weiter. Der macht schon gar nicht mehr mit. Ja, was? Gut, ich denke mal, da wäre ich dann auch lustlos, wenn mich ein AMX anzündet. Vor allem so früh im Gefecht. Ich glaube, da würde ich Loch aufhören. Komm, lad nach, komm, lad nach. Boah. Ein ganzer verschissener Clip. Ach ja, RNG ist manchmal unser bester Freund. Aber immerhin schon 1,7 Schaden. Komm, jetzt ran, der hat geschossen. Genau. Das ist schon wieder so ein Gegnerteam, was überhaupt nicht mitspielt. Jetzt schmeißen nicht um. Weiter drauf schießen. Wenn er denn schon offen ist, dann bitte weiter drauf schießen. Und nicht unbedingt nachladen. Da waren jetzt noch zwei Schüsse drin im Magazin. Denn weiter draufhalten.
Ah, dann so unglücklich vom IS-6B stehen geblieben. Gut, 2,8 Schaden, knapp 1000 unterstützt, 2 Kills und wir gehen jetzt mal in die dritte Runde rein. Runde 3 im Fasten Fotzeburask, wie ich ihn immer nenne. Ich mag das Ding überhaupt nicht. Schöne Lackierung. Lackierung gefällt mir. Panzer nicht. Marken nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Random Battle, mein Gott. Ja, ist er okay. Man muss mit den Dingen umgehen können. Ich kann es nicht. Zumindest nicht im Random. Frontline, ja. Habe ich kein Problem mit, komischerweise. Im Random Battle habe ich schon ein Problem mit dem Panzer. Und ich mag ihn auch nicht als Gegner. Deswegen nenne ich ihn Fotzenburask. Optisch sieht er eigentlich schon ganz nett aus. Auch jetzt hier mit der Lackierung. Aber ach, das ist ein Dreckding. Hasse ihn. Wo ist ein Frontline? Da mag ich ihn. So, und auch hier haben wir das wunderschöne Problem mit der Kamera. Ich hoffe doch mal, das ist jetzt nur ein Problem vom Spiel selber. Wenn nicht, dann wäre das vielleicht ein bisschen zu hektisch, wenn man dauernd rein und raus zoomt. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben ein 8er Gefecht, ein 8er und 9er Gefecht. Wir haben keine Arti. Wir haben dafür aber einen TNH mit dabei, ein IS-3-2, wobei IS-3-2 ist irgendwo, ja, eine Luftnummer. Hab ja die Linie auch abgebrochen bei mir, die Doppelfindlinie. Ansonsten Leo PTA, ach, immer böse, immer gemein. Ja, zwei Waffenträger, auch ekelhaft. Och, und der steht so ganz verlassen, alleine da. Das war Pech. Vielleicht noch ein bisschen mehr einzeln. Ich weiß nicht, ob der Zoom komplett drin war. Aber da hatte man eigentlich die Zeit dafür, komplett einzuzoomen und nochmal dann drauf zu schießen. Aber wer kennt es ja auch, wenn RNG Langeweile hat, lässt uns ja alle so ein bisschen im Stich. Na, dieses Blindschießen mit Premium, ja, ich mache es auch. Der erste Schuss konnte ich verstehen, da war eingezielt. Der zweite Schuss, da war einfach nur rausgehauen. Aber Blindschießen mit Premium, auch wenn es ein Premium-Panzer ist. Ja, ich mache es auch. Aber sollte man irgendwo unterlassen, weil es kostet Geld. Es ist nicht unbedingt förderlich fürs eigene Ingame-Konto. Und der ist elegant gestorben da vorne, der, was war das, Phase 1? Das mit der Kamera, das macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Da kriege ich echt Kopfschmerzen. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Raus, rein. Ah! Komm schon, RNG. Wenigstens eine Kugel durchjagen. Ich mag auch den Reload, die Reload-Zeit von Burask nicht. Klar, Einzelschuss irgendwo bei 360, 370 ist es, glaube ich. Schon ganz nett, aber wenn man halt direkt im Infight ist und dann zwei Schuss rausgehauen hat und dann klickt man drauf auf die Feuertaste, solange bis die Kugel bereit ist, mag sowas nicht. Ich mag das Autoloader-Prinzip nicht. Gerade im Infight nachher. Deswegen hat auch der Burask einen relativ schweren Stand bei mir. Wobei halt die beiden Kugeln, was haben wir jetzt hier für ein Alpha? 360 plus. Pro Schuss, der ist schon ganz nett. Aber halt Reload-Zeit ist immer so ein bisschen knifflig. Penetration.
rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist auch leer. Schon gerade sagen, sechster Sinn. Oh ja, der kommt gut rum. Der auch. Ah, komm. Komm. Vielleicht auch mal einen Direktangriff wagen auf den Jagdtiger. Und bitte so ein bisschen aufpassen, die beiden Waffenträger sind auch noch da. Da mal ein Stricherwagen. Jagdtiger ist kaputt. Die beiden Waffelträger. Einer aus der Basis. Da ist der zweite. I. Da ist Nummer 2. Wollte schon gerade sagen, vielleicht mal die Düne nutzen als Hochfahrt, aber das Ding hat nicht aufgemacht. Das ist ein bisschen schade. Hätte man die von hinten beschießen können aus der Ferne. Ja, der muss raus. Eigentlich muss der Stritzwagen raus und der IS-3 muss raus. Wenn die beiden weg sind, dann ist es wieder ein bisschen einfacher. Steht zwar nur 9-7. Oh, steht schon 9-7, aber das Problem sind auch die AP. Und eigentlich immer im Endeffekt noch die Verteidigungsstellung vom Gegner. Also da kann man noch nicht allzu viel Faxen machen. Von wegen Angriff einleiten, Gegner überrennen. Das funktioniert noch nicht. Was macht hier unser Kollege Cappuccino Kid im Burrasque? Momentan sehr solide. 3-6 Schaden, 3-6 unterstützt. Full AP noch. Problem ist jetzt aber 10-10. 11-10. Okay, ich nehm alles wieder zurück. Na, warum ich meinen Angriff von hinten versuchen auf die TNH? Oh, was haben wir denn da? Du zurück vielleicht nochmal, genau. Ah, schade. Das hat er doch mitgekriegt, dass er nur noch eine Kugel APCR hat. Premium APCR wohlgemerkt. Wird irgendwo in der Basis stehen, der CS.
würde man fast vermuten, hier hinten in dem Bereich. Inja, da. Ich kann mir schon denken, was er vorhat. Im Endeffekt hier die Düne als Rampe nehmen. Genau, und dann drauf auf den Schweden. Ja, jetzt sieht es doch einigermaßen gut aus. 13-11, zwei Panzer leben noch, beide keine AP mehr. Beides One-Shots. Mal ein volles Magazin holen und dann kann man jetzt den Direktangriff einleiten. Bitte auch auf die Uhr achten. Wir haben ja noch 3 Minuten 30 auf den Zeiger. Ja, und wo ist der Liz? Jetzt sag nicht, dass der Liz denn doch hier oben steht in dem Sektor. Also das jetzt, ja, es lebt noch ein Gegner mit wenig HP, aber das ist jetzt so die Phase oder die Situation, wo ich sagen würde, fahrt jetzt Captain, weil 3 Minuten sind es noch. Was hat denn der TNH? Der hat kaum noch HP, der Tiger geht noch, unser Waffenträger hat auch noch kaum HP. Deswegen ist es jetzt so eine Phase, wo ich sagen würde, fahrt lieber Captain. Einer kann auch suchen gehen, der Rest muss cappen. Ansonsten ist das Risiko groß, dass man so eine Runde verliert. Und es wäre jetzt auch empfehlenswert, wenn der TNH da reinfährt. Oder zumindest denn der Waffelträger. Wobei, wenn der Waffelträger drin ist, ist es ganz schön knapp. Ja, TNH fährt jetzt Richtung Cap. Weil jetzt läuft die Zeit. Da kann man sonst noch was für eine geile Runde spielen, wenn halt genau diese Situation ist und keiner fährt Cappen, hat man das Spiel auch verloren. Wo ist der Liz? Wo hat er sich hin verpisst? Da ist er. War doch im Graben. Gut. Ist wurscht. Spiel gewonnen. Knapp 4-5 Schaden. Knapp 4000 unterstützt. 3 Kills. Und wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Ja, dann gucken wir uns mal die Runden an. Erste Runde. Fischerbucht war Ace-Tanker, Speer, Schläger, Gratis-Medaille, Unterstützer und... Patrol Duty ist, glaube ich, Wachposten? Ansonsten vom Schaden, gut, ist ein Scout, oberes Mittelfeld von der IP ganz oben, 21 Schuss, 17 getroffen, 13 durchgegangen, 62.000 plus gemacht. Was ich hier nicht so ganz verstanden habe, warum du da die Arti nicht rausgenommen hast. Ansonsten eigentlich eine grundsolide Runde.
eigentlich das gemacht, was er machen sollte. Wir können mal reingucken. Genau. 3200 unterstützter Schaden. Zweite Runde, Karte Küste, war auch wieder ein Ace-Tanker, ein Speer, ein Schläger, Gratis-Medaille, Unterstützer und der Tank-Sniper. Vom Schaden sogar diesmal ganz oben, von der EP auch ganz oben. Ansonsten 29 Schuss, 26 abgegeben, 21 durchgegangen und knapp 3700 plus gemacht. 67.700 für Munition ausgegeben, klar, auch Premium-Munition. Ja, aber gut, für so eine Runde ist es, kann man es ruhig mal machen. Im Endeffekt alles rausgeholt aus den Dingen. Hier nochmal der Tipp. Beim Duell gegen den Tiger, die zwei Schuss hätte schon noch auf die Tiger rausgehauen. Hättest du auch so nachladen müssen und du warst direkt im Visier vom Tiger. Deswegen die zwei Schuss einfach rausbolzen und dann ist gut. Noch ein bisschen Schaden mitnehmen. Und dann ist der Tiger auch glücklich. Ja, Runde 3 im Burrask. Ace-Tanker, Speer, Schläger, Gratis-Medaille und Unterstützer. 4.452 Schaden, damit ganz oben, auch mit der EP ganz oben. 21 Schuss, 16 getroffen, 13 Runde durchgegangen. Und nochmal 59.000 plus gemacht. War eine verdammt gute Runde. Nochmal 3,7 unterstützter Schaden. Kann man mitnehmen. Sollte man auch mitnehmen, so eine Runde. Wie gesagt, das war eine richtig schnieke, dufte Runde. Kameraführung war für meinen Begriff vielleicht ein bisschen zu hektisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Spiel her so war, ob das Spiel schon wieder eine Macke hatte. Gerade bei älteren Replays, da dreht ja gern mal VOT durch, sei es durch Abstürze, Aufhänger, Soundprobleme oder auch Aufhänger direkt im Replay. Dass man quasi den Zeitstempel überspringen muss, um das Replay weiterzugucken. Hat auch schon Probleme mit Kameraführung, mit älteren Replays. Ansonsten, wie gesagt, Replay-Führung für meinen Geschmack ein bisschen zu hektisch. Muss aber jeder so spielen, wie er damit klarkommt. Ich, für meinen Begriff, spiele gerne in First Person. Das können andere wiederum nicht. Oder mögen sie nicht. Soll halt jeder so spielen, wie er es gerne möchte. Und wie gesagt, die Runde mit dem Burrask, die war echt dufte. Gut, soviel zu den drei Runden. Ich sag wieder danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Däumchen nicht vergessen. Und tja, tschüss, bis zum nächsten Mal.